Im letzten Video haben wir uns die Upgrades für den Voron Zero angeschaut und heute möchte ich gerne mit euch über ein explizites Upgrade reden, nämlich den Clipper Expander. Dort hängen nämlich noch ein paar andere Upgrades, wie zum Beispiel die LED-Leisten, den Nevermore und natürlich auch die Ambientebeleuchtung dran und noch ein Temperatursensor, den ihr jetzt gerade nicht sehen könnt. Und wie man das Ganze einrichtet und was man damit alles anstellen kann, das möchte ich euch gerne in diesem Video erklären und damit herzlich willkommen. Ich bin die Maggie von Mekorama.de. Dieser Clipper Expander ist echt ein kleines Powerhouse, denn da hängt einiges dran. Da sind ein paar MOSFETs dran, über die man einige Zubehörteile, die davon angeklemmt sind, steuern kann. Das habe ich im letzten Video schon mal erklärt. Die LEDs und die Ambientbeleuchtung zum Beispiel kann man von der Helligkeit, aber auch zum Beispiel hier unten die RGB-LEDs von der Farbe her regeln. Und so teuer sind die Teile mittlerweile nicht mehr. Ich habe mir jetzt gerade noch mal 4 Stück für sage und schreibe 28 Euro auf AliExpress nachbestellt. Ich packe euch einen Link unten in die Videobeschreibung. Es kann allerdings sein, wenn ihr das Video ein bisschen später schaut, da bei AliExpress die Links immer gerne mal irgendwann verfallen, weil es ein anderer Anbieter ist oder so in Richtung, kann es sein, dass der Link nicht mehr gültig ist. Deswegen schaut mal auf AliExpress, da findet ihr bestimmt nochmal einen Ersatz, beziehungsweise vielleicht sogar eine neuere Version, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Insgesamt muss ich sagen, habe ich dieses kleine Board wirklich lieb gewonnen. Also es ist klein und kompakt, man bekommt mittlerweile sogar ein richtig cooles Mount für den Voron 0.2, was hier in den leider nicht reinpasst, weil ich da noch wirklich die allererste Z-Spindel-Aufhängung quasi drin habe, also wo der Motor separat von der Spindel ist. Deswegen habe ich das hier nicht hinten rein verbaut bekommen, da werde ich mir aber nochmal was überlegen, was ich damit machen kann. Und im Prinzip hat man damit quasi eine Erweiterung von der MCU, also bei mir jetzt hier von dem Hauptboard von dem SKR Pico, womit ich dann nochmal mehrere Sachen ansteuern kann und das über die Oberfläche als auch über den G-Code. Das heißt also, ich kann mir in den Makros entsprechend auch nochmal einzelne Sachen ansteuern. Und das ist insgesamt ganz cool. Bevor wir aber weitermachen, möchte ich mich gerne nochmal bei unserem heutigen Sponsor PCBWay bedanken. Auf PCBWay.com könnt ihr nicht nur kostengünstig Halbleiterplatinen herstellen lassen. Inzwischen gibt es dort auch weitere Services wie zum Beispiel mal CNC-Fräse, Blechbearbeitung, Spritzguss oder aber auch 3D-Druck. Und in Zusammenarbeit mit PCBWay habe ich mir einen Toolhead für meinen nächsten Voron Zero herstellen lassen. Das Ganze aus Nylon im 3D-Druckverfahren und auch noch zweifarbig. Und ich muss sagen, die Teile haben erstens perfekt gepasst und sind super rausgekommen. Ich freue mich, das Teil jetzt demnächst verbauen zu können. Und wenn ihr jetzt auch Blut geleckt habt, könnt ihr mit dem Code MOR-PCBWay, ich blende ihn hier unten nochmal ein, 10 Dollar auf eure nächste Bestellung entsprechend Rabatt kassieren. Und in diesem Sinne geht es weiter im Video. Das erste, was ihr machen solltet, bevor ihr den Drucker einschaltet, ist den Bootjumper auf dem Clipper Expander zu setzen und das Ganze schon mal anzuschließen, damit der Drucker schon mal entsprechend und der Expander natürlich auch dann, bevor ihr Strom drauf setzt, schon mal richtig eingerichtet ist. Und wenn ihr den Drucker startet oder wenn ihr das macht, während der Drucker am Laufen ist, könnt ihr nochmal den Reset-Button drücken und dann sollte das Ganze im DFU-Modus hochfahren. Im DFU-Modus hochfahren heißt sozusagen, wie bei euren Smartphones, dass ihr das Ganze jetzt mit einer Firmware bespielen könnt, dass also quasi der Raspberry Pi sozusagen euer Computer ist, mit dem ihr das, den Chip bzw. das Board entsprechend bespielen könnt und das Board dafür einsatzbereit ist, neue Software zu bekommen. Das Ganze könnt ihr kontrollieren, indem ihr einfach mal mit dem Befehl LS-USB dann schaut, ob dort ein USB-STM32-Device auftaucht, also eine Platine entsprechend, wo dann in der Beschreibung in der ID USB-STM32 irgendwo drin steht, dann wisst ihr, okay, wenn das das einzigste Board ist, was ihr gerade im DFU-Modus habt, entsprechend, dass das nur das Board vom Clipper Expander sein kann und dann seid ihr schon mal entsprechend richtig gerüstet. Als nächstes müsst ihr euch die ID von dem Board auslesen und das könnt ihr ganz einfach über das DFU-Util machen. Da könnt ihr mit dem Befehl DFU-Util Leerzeichen --List euch die Geräte ausgeben lassen. Das ist jetzt in dem Fall natürlich nur eins. Ihr bekommt immer zwei Zeilen ausgegeben mit dem gleichen Gerät. Da braucht ihr euch nur einmal die ID, das ist die Zahl bzw. die Buchstaben-Zahlen-Kombination in den eckigen Klammern. Die müsst ihr euch einmal notieren oder irgendwo hinkopieren. Das braucht ihr dann später entsprechend, um das Board dann richtig zu flashen. Wer sich jetzt denkt, hey Moment, das Verfahren kenne ich doch schon. Ja, das ist genau die gleiche Art und Weise, wie wir auch schon das Display geflasht haben. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, ich packe euch das mal hier oben nochmal hin. Und dann müsst ihr auch im Prinzip nochmal in euer Clipper-Verzeichnis gehen. Das heißt also Tilde, das ist dieses geschwungene Minuszeichen, Slash Clipper und dann seid ihr in eurem Clipper-Verzeichnis und dort führt ihr den Befehl
Make-Menu-Config aus. Und in der Make-Menu-Config müsst ihr einiges einrichten. Da habe ich so den ein oder anderen Stolperstein gehabt, wo ich erstmal nicht wusste, wo dran es denn liegt. Das kann jetzt sein, dass das spezielle Board, was ich hier verbaut habe, davon betroffen ist. Das kann bei euch ganz anders aussehen. Ich habe auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass ich bei den optionalen Features einiges abschalten muss. Da kommen wir aber gleich nochmal zu. Was ihr einrichten müsst, ist auf jeden Fall den Prozessor. Und das ist ein STM32F042. Keine Sorge, ihr findet nochmal entsprechend unten in der Videobeschreibung einen Link zu dem GitHub-Repository, wo das alles nochmal richtig ordentlich drin beschrieben ist. Da könnt ihr euch die ganzen Befehle nochmal rauskopieren und das Ganze Schritt für Schritt bei euch durcharbeiten. Und falls ihr Fragen habt, könnt ihr bei uns einen Link findet ihr unten in der Videobeschreibung, im Discord nachfragen. Da gibt es dann eine Fragenkategorie, wo ihr ein Topic aufmachen könnt, also ein ganz neues Thema aufmachen könnt. Und dann können wir euch dort versuchen, so gut es geht zu helfen. Bei den Einstellungen stellt ihr dabei Folgendes ein. Zum einen keinen Bootloader, also no Bootloader. Für die Uhr wählt ihr Internal Clock aus. Für das COM-Interface wählt ihr den Port PA9 und PA10 aus. Und für die optionalen Features, das ist das, was ich eben angesprochen habe, um nochmal die Dateigröße von dem Image so weit runter zu schränken oder so weit runter zu kürzen, dass es entsprechend auch auf euer Board passt, habe ich jetzt bei mir das LCD-Display, das Accelerometer und das Interface für den Campus, also das I2C, Bitbanging entsprechend deaktiviert. Das hat dann ausgereicht, dass ich dann unter diese 32 Kilobit oder was es waren, entsprechend für das Board, dass ich das einwandfrei draufspielen konnte. Mit dem LCD-Display aktiviert habe ich es nicht geschafft. Da war die Datei dann doch noch ein bisschen zu groß, um sich hier drauf aufzuspielen. Da hatte ich einen schönen Fehler rausbekommen. Das habe ich aber auch nochmal im Discord schön dokumentiert. Da könnt ihr das Ganze natürlich auch nochmal nachlesen. Und wenn ihr dann das Board geflasht habt, seht ihr erstmal gar nichts. Die LEDs bleiben aus, der Lüfter vom Nevermore bleibt aus und die Temperatur von der Kammer wird natürlich auch nicht ausgelesen. Warum? Ganz einfach, es fehlt eine Konfiguration. Genau wie beim Display müssen wir uns dafür eine anlegen. Darauf hat mich jemand im Stream hingewiesen. Danke dafür nochmal. Ich hätte auch nochmal dran gedacht, Moment, beim Display gab es doch auch eine Konfiguration, die wir anlegen mussten. Und im GitHub Repository ist auch nochmal eine Konfigurationsdatei hinterlegt. Die könnt ihr euch quasi erstmal 1:1 kopieren, einfügen, ein klein bisschen anpassen, dass ihr zum Beispiel sagt, okay, der Wert für den Nevermore steht standardmäßig, wenn ihr den Drucker einschaltet, auf 1, dass der quasi immer volle Pulle läuft. Die LEDs könnt ihr auch quasi auf 1 stellen, dass die auch immer volle Pulle an sind. Und dann könnt ihr euch überlegen, okay, wie kann ich das Ganze dann Stück für Stück anpassen, dass zum Beispiel mal, wenn der Drucker startet und einen neuen Druck startet, dass dann eine bestimmte Konfiguration eingerichtet wird und wenn der Druck beendet ist, eine andere Konfiguration ausgeführt wird. Und darüber habe ich mir die letzten Tage so ein bisschen Gedanken gemacht, beziehungsweise gestern nochmal nach dem Stream. Und das ist eigentlich ganz einfach, wenn ihr jetzt sagt, okay, hier oben die LEDs und auch hier vorne die brauchen gar nicht erst leuchten, wenn der Drucker nicht druckt, sondern es ist einfach nur unnötig Strom verbraucht, dann könnt ihr das natürlich standardmäßig erstmal auf 0 stellen, genauso wie ich es beim Nevermore gemacht habe. Standardmäßig läuft der gar nicht. Und sobald bei mir das Print Start Makro läuft, setze ich den Wert für die LEDs und auch hier für das Nevermore auf 100%, beziehungsweise die ambiente Beleuchtung schwingt dann um von blau auf gelb und wenn der Druck fertig ist und erfolgreich war, geht er auf grün und wenn der Druck entsprechend fehlgeschlagen ist, beziehungsweise ich den Druck abgebrochen habe, wird das hier vorne rot oder vielleicht, wenn ich Octo Everywhere dran habe und dort eine Spaghetti Detection erkannt wird, dass dann automatisch der Druck abgebrochen wird und dann hier vorne die ambiente Beleuchtung auf rot umspringt und ich direkt sehe, ohne jetzt an den Computer gehen zu müssen, was ist denn gerade Sache. Das könnt ihr natürlich auch entsprechend mit dem Nevermore machen, das heißt, wenn der Druckauftrag beendet ist, dass ihr dann den Nevermore beendet und natürlich auch die LED-Beleuchtung ausschaltet. Das sind alles so kleine Spielereien, die man da machen kann. Ich habe bei mir nochmal hier den Kammersensor an dem Pin PA6 angeschlossen. Ich wusste jetzt nicht, welcher Pin was ist und habe einfach irgendwo angeschlossen, einen von den zwei Pins. Da kann ich natürlich nochmal hinten am Board irgendwo die Temperatur abgreifen, später mal, dass ich ungefähr weiß, wie viel Temperatur ist denn da hinten und muss dann entsprechend erst den Lüfter einschalten. Das ist natürlich auch sinnvoll, wenn man das so macht. Und in diesem Sinne sind wir schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergeholfen. Die Links zu den Skripten und auch zu den Dateien, damit ihr das Ganze hier mit der Ambientebeleuchtung selbst nachbauen könnt und mit der Halterung für die LED-Matrix und für die Konfiguration von den Makros und, habe ich meinen Patreonen als Paket zusammengestellt und den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Vielen, vielen lieben Dank auch an meinen Sponsor und meine Patreonen, die mich wirklich mittlerweile zahlreich unterstützen und mir damit ermöglichen, den Kanal hier, das Hobby, den Traum, meinen wirklichen Traumjob damit auszuführen.
Vielen lieben Dank euch allen und damit HODL the Line, Happy Printing und ciao.